60 auf der Kriegsspur, die Lastwagen im Genick, als Zeit und Wege keine Rolle spielten. Ein altes Auto, das nur noch mein Glaube und ein Trick, die Liebe und der Rost zusammenhielten. So hab ich manchen Tag auf mancher Straße zugebracht, unendlich reich an Hoffnungen und Träumen. Im Rücksitz die Gitarre war meine einzige Fracht, meine einzige Angst war, etwas zu versäumen. Da waren freundliche Gesichter und es war gut, ein Lächeln zu sehen. Wie Freunde, wie Komplizen waren wir. Ich hatte meinen Weg gefunden, sie gaben mir Mut, ihn zu gehen und mir und meinen Liedern ein Quartier. Als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir. Der Beifall abends gab mir Kraft, am Morgen loszugehen, zu neuen Studios, neuen Platten, Bossen. Er half mir, in den Vorzimmern auch dann noch stolz zu stehen, wenn alle Türen sich vor mir verschlossen. Er ließ mich die Enttäuschung, das Vertrösten jedes Mal, die Sprüche und die Ausflüchte verwinden. Ich würde abends einen Winzchen, aber einen vollen Saal, offene Ohren und ein Zuhause finden. Und da waren freundliche Gesichter, es war gut, ein Lächeln zu sehen. Wie Freunde, wie Komplizen waren wir. Ich hatte meinen Weg gefunden, sie gaben mir Mut, ihn zu gehen und mir und meinen Liedern ein Quartier. Als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir. Nun, heute weht ein sanfter Wind mir Wärme ins Gesicht, und vieles hat sich mit dem Blatt gewendet. Aber Flitter und Glitzerkram trüben den Blick mir nicht. Die Scheinwerfer haben mich nicht geblendet. Es tut nur gut, nicht länger im kalten Regen zu stehen. Ich bin dankbar dafür, doch unterdessen habe ich es nicht verlernt, durch all das Licht hindurch zu sehen. Ich habe euch keinen Augenblick vergessen. All die freundlichen Gesichter, es war gut, ein Lächeln zu sehen. Wie Freunde, wie Komplizen waren wir. Ich hatte meinen Weg gefunden, sie gaben mir Mut, ihn zu gehen und mir und meinen Liedern ein Quartier. Als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir. Als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir. Herzlichen Dank und guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass Sie mich auch nicht vergessen haben und dass Sie da sind. Die freundlichen Gesichter, die ich da gerade besungen habe, vielleicht ein paar sogar aus der Zeit, als ich an dieser Stelle hier vor ziemlich genau 13 Jahren zum ersten Mal stand und meinen ersten 2000er bezwang. Und dann vielleicht aus den Jahren danach ein paar. Ich habe vorhin, neugierig wie ich bin, und das konnte ich mir nicht verkneifen, schon einen kleinen Blick da aus der Tür rauszuwerfen auf den Saal. Und dann habe ich festgestellt, dass auch schon freundliche Gesichter der zweiten Generation da sind. Und darüber bin ich glücklich, weil drei Jahre lang habe ich auf keiner Bühne gestanden und habe nur bei mir zu Hause im Wohnzimmer gesungen, wo es wesentlich kleiner und wo auch nie so viele Leute sind. Und habe meine Informationen nur aus dem Radio gehabt. Und da hatte ich doch das Gefühl, als ich mich dann auf die Tournee gemacht habe, dass doch nur noch Heavy Metal, Dröhnrock und Kodo der Dritte aus der Sternenmitte angesagt sind. Und dann bin ich natürlich umso froher, dass Sie einem alten Fossil wie mir das Vergnügen Ihrer Anwesenheit auch machen. Und ich habe in
den 3 Jahren Bühnenabstinenz habe ich meine Aufgaben und Freuden als Familienvater und Hausmann sehr ernst genommen und habe aber nebenbei Gelegenheit gehabt, natürlich viel zu erleben und das, was ich erlebt habe, niederzuschreiben. Und dann habe ich versucht, das Ganze auswendig zu lernen. Und das hat sich als das schwierigste Unterfangen überhaupt an der ganzen Geschichte herausgestellt. Und